herzlich willkommen bei F&M TV, Zen-Mädchen, mein Name, Dating- und Beziehungscoach hier aus dem schönen Augsburg. Jo, und Folge heute, wir gehen in diesem Special einmal wieder rein, so in diesen Bereich Trennungen, Ex zurück, speziell einmal das Thema Erfolgsgeschichten. So, Erfolgsgeschichten. Erfolgsgeschichten, Ex zurück, Trennung. Auch im Dating-Rahmen gibt es ja solche Erfolgsgeschichten, sage ich einmal. Ich versuche hier mich wirklich kurz zu fassen, obgleich es echt ein massives Thema auch ist, mit dem ich hier Tag ein, Tag aus auch beschäftigt bin. Erfolgsgeschichten habe ich selber ziemlich viele, aber es gibt schon einen gravierenden Unterschied zwischen Erfolgsgeschichten und Erfolgsgeschichten. Nicht jede Erfolgsgeschichte, sage ich einmal, ist auch eine Erfolgsgeschichte oder ist auch ein Erfolg. Nicht jede Geschichte vor allem auch dahinter. Und hier muss man auch unterscheiden. Da gibt es auch ein paar Bereiche. Ich versuche mich, wie gesagt, einmal knapp zu fassen. In der Regel hast du drei Ebenen. Und jetzt speziell im Loslassbereich, da gibt es auch so diese negativen bzw. so diese dunklen Erfolgsgeschichten. Das ist aber ein ganz anderes Thema und kommt in Bereichen der Trennungsschmerzen als separates Video ganz einfach raus. Weil es ganz einfach auch in eine andere Richtung auch hinausläuft. Da ist auch nicht Erfolgsgeschichte beim Loslassen, Erfolgsgeschichte, aber dazu komme ich, wie gesagt, in einem anderen Video dazu. Heute greifen wir jetzt mal so diese Erfolgsgeschichten auf im Bereich so Ex-Zurück-Trennung und im Bereich ganz einfach hier in dem Dating-Rahmen. In dem Dating-Rahmen kann ich mir relativ kurz fassen, da hat man das ja ganz einfach immer wieder, dass man hier, ich habe ja dieses Video auch rausgebracht mit dem Ghosting. Hier auf dieses Video auch öfter mal angeschrieben worden, angefragt worden, auch wenn man hier praktisch von einem anderen Menschen weggeghostet worden ist. Da gibt es auch Videos von etlichen Beratern auch irgendwo, da gibt es auch Seiten, wo Leute dann sagen, ja, ich habe da jemanden kennengelernt etc. und der hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet und nach 2-3 Wochen hat er mich dann erreicht und sein Handy war irgendwie weg. Kann sein, kann nicht. Fakt ist, es ist ganz einfach so. Ich kenne auch aus privater, eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal, diese Sache, wenn man da noch mit der Freundin oder wenn man da noch mit dem Freund zusammen ist und es läuft nicht gut und da lernt man jemanden kennen, der einen begeistert, beeindruckt. Und ich kenne das auch selber aus jungen Jahren, aus sehr jungen Jahren noch. Und diesen jemand, es ist eine Arschlochnummer, gar keine Frage. Und diesen jemanden erst einmal irgendwo auf Reserve hält. Bis diese Beziehung, die schon am Kriseln, am Köcheln und am Kaputtgehen ist, dann tatsächlich ihr jähes Ende findet. Und dann wird der andere kontaktiert. Ja, ich habe mein Handy, ich habe die Nummer verlegt etc. Oder es ist mir gestohlen worden. Und so weiter und so fort. Kenne ich genügend solche Sachen. So oder so ähnliche Dinge dann. Und im Bereich Ghosting, Dating, was in diesen Dating-Rahmen reinfällt, kann man hier definitiv nicht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Was das ist, erkläre ich dann gleich noch im Zusammenhang mit diesem Ex zurück. Anderes Beispiel, zum Beispiel auch, hat man immer wieder, wo dann plötzlich so eine zufällige Begegnung sich da ereignet, man ist da irgendwie weggeghostet worden, auch hier wieder so eine schöne Aussage, dass meistens ist ganz einfach irgendwo das Handy kaputt gewesen oder man hat irgendwie die Nummer verlegt oder dann verloren und dann holt man sie sich da angeblich wieder und dann tritt man erst in Kontakt, hat man zuvor verschwiegen, dass man in einer festen Beziehung, in einer Liaison oder sonst irgendetwas war. Was spricht denn dafür? Auch hier wieder, wenn man es wissenschaftlich angeht, immer diese Kehrseite, Gegenrechnung, würde man in der Mathematik sagen. Auch hier wieder so eine Sache, eine Geschichte, die sich auch tatsächlich so zugetragen hat, viele Jahre her. Da hat es einmal eine junge Dame gegeben, nennen wir sie mal Sabrina. Und die Sabrina, die hatte einen Freund. Und die war mit diesem Freund 2 Jahre zusammen. So. Jetzt war die Sabrina, vor vielen, vielen Jahren war das,
war in England. Aufgrund einer beruflichen Weiterbildung war sie da in Großbritannien drüben und die war halt 3 Wochen da. Und in der ersten Woche, da hatten die beiden noch regelmäßig Kontakt miteinander. In der zweiten Woche ebbte der Kontakt ab. In der dritten Woche war fast keiner mehr vorhanden. Und als er die Lady am Flughafen abgeholt hat, da war eigentlich schon klar von ihrem ganzen Verhalten, vom Wesen her, dass sie nicht nur fremdgegangen ist in England drüben, sondern also dass sie da nicht nur jemanden kennengelernt hat, dass sie auch fremdgegangen ist und dass da ein Schuss ist. Und jetzt der Oberbrecherhammer. Besagte Sabrina saß Stunden vor dem PC, vor dem Internet, hat Flüge durchforstet auf allen möglichen Plattformen. Das Internet war damals nur jung, war damals nicht so einfach auch. Ende der 90er Jahre hatte sich das abgespielt. Ich bin selber Zeuge von diesen ganzen Ereignissen geworden. Und Fakt war, die Sabrina hat einen Flug gefunden. Und soweit ich mich erinnern kann, war das kurz vor dem Wochenende, weil wir damals noch, alle weggegangen sind und wir waren da noch eine Hebe, ich und er. Und dem seine Lady da, die ist in der Woche drauf, die war 2, 3, 4 Tage war die in Deutschland, hat sich einen Urlaub geholt und ist dann wieder nach England zurückgeflogen und war dann bei dem Typen. Puh, eine gute Woche. Also es gibt immer einen Weg, wenn ein Mensch, Frau oder Mann, wirklich Interesse hat, wirklich aufgeregt ist, sich die Nummer dann auch irgendwie, Kontaktdaten da auch irgendwie besorgt. Und es ist ein aufrichtiges, ehrliches Interesse auch da. Ja, der wird, wenn du da stehst und da der Mount Everest ist, der wird da hochlaufen und auf der anderen Seite wieder runter, nur um da zu sein bei dieser betreffenden Person. Es setzt alle Hebel in Bewegung. Emotional invested. Daran wird es ganz einfach gemessen. Und zum Emotional invested, da komme ich auch jetzt in diesem zweiten Beispiel auch mit dazu. Gerade in diesem Bereich Ex zurück, so Trennungsformen sind voll von so einem Zeug. Ja, ich habe hier Erfolgsgeschichten zu melden. Solche Erfolgsgeschichten, die haben nicht sonderlich viel mit eigener Arbeit zu tun. Die Leute, ich weiß nicht, was die alle haben. Die meisten Leute, die man kennt diesen Satz auch, mit harter Arbeit kommt man irgendwo im Leben weiter. Und wenn man fleißig ist irgendwo in der Arbeit, da hat man in der Schule, da hat man ja irgendwie ein Vorwärtskommen natürlich auch. Aber man muss etwas dafür investieren. In diesem Falle Lebenszeit natürlich da auch. Und man tut da auch Geld, ist klar, wenn man sich irgendwo weiterbildet. Und ich verstehe nicht, wie es Leute tatsächlich fertig bringt, zu glauben, sie könnten hier ihren Ex zurückzaubern oder das muss schnell, schnell und husch, husch gehen. Ist klar, dass es weh tut. Logisch. Aber da steckt auch eine Arbeit dahinter, wenn ich vorhabe, meinen Ex-Freund oder die Ex-Freundin ganz einfach hier sich zurückzuverdienen, in Anführungsstrichen, hier zurückzuverführen, in diesem Fall jetzt, beziehungsweise hier speziell, wenn es nach unserer Methodik hier ganz einfach geht. Das heißt, unsere Methodik ist das Mutter-Natur-Gesetz. So sagen, es hat es früher schon gegeben. Und Fakt ist, war schon immer da. Fakt ist natürlich, hier hast du natürlich diese Situation. Da gibt es Fälle, hochinteressant. Die einen, mit denen ich nicht konfrontiert bin, kann man ja überall im Internet danach schauen, kann lesen. Da wird teilweise Wochen, Monate, ja sogar Jahre dahin gedoktert, abgewartet, immer wieder Kontakt gesperrt, wieder Kontakt geknüpft. Da wird sich aufgegeilt. Ich habe 7 Kilo abgenommen, ich treibe so viel Sport und so weiter und das präsentiere ich jetzt dem anderen. Ich setze den Link hier nochmal drunter rein. In Spitzfindigkeiten bei Trennungen, in der Ex-Zurück-Reihe auch schon gesagt, wie kommt man eigentlich darauf, dass nur wenn einmal etwas gut ist, dass dann alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Umgekehrt ist da auch absoluter Blödsinn. Nur weil mal was scheiße läuft, heißt noch lange nicht, dass alles gleich für den Arsch ist. Aber Fakt ist, da kommen sie, da geht er
macht Schluss, ist damit Tante Trude da irgendwo beim Kaffee trinken, wird er da gesehen, ist bei La Vu angemeldet, chattet, datet sich mit anderen Frauen, führt ein Faridari-Leben 6, 7, 8 Monate lang, und dann, wenn sich da diese Einsamkeit anschleicht, wenn er da selber irgendwie in dieser Dating-Welt nicht so klarkommt und so weiter, und da taucht dann der top gestylte, sportlich trainierte Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dann auf, dass man dann nach dieser langen Einsamkeit da irgendwie dann da wieder andockt, weil man habe sich ja auch irgendwo weiterentwickelt, irgendwie in dieser Umgebung. Und es gibt tausend Gründe, wie man das hin rationalisiert. Das geht, da kann ich nicht von einer, da kann ich hier nicht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Eine Erfolgsgeschichte ist das nicht. Ebenso wenig gibt es das auch hier drinnen, erlebe ich auch immer wieder. Jetzt nicht oft oder häufig, eher selten sogar. Alle 6-7 Wochen ist so ein Kandidat dabei, wo mitten in dieser Phase, wo ich diese Aufnahme mache oder wir noch nicht so weit sind mit dem mentalen Training, jetzt mal Ex-Zurückbereich, dass da die Dame oder der Typ da plötzlich vor der Türe steht. Und obwohl ich in Spitzenigkeit bei Training, weil ich es gerade gesagt habe, in Coaching da näher eingehe, weil das ist ein gratis Konzept, das ist ja bloß die Spitze vom ganzen Eisberg. Obwohl das hier diese Situation irgendwo ist, dass er fremdgegangen, dass er da hier sein Zeug gepackt hat, den Partner mitunter aufs Übelste hier verletzt hat, natürlich dann auch, dann nimmt man den dann auch wieder zurück mit Handkuss. Ja, mit einer massiven Konsequenz natürlich dann auch. In beiden Fällen, sowohl wie mit diesem Ghosting in diesem Dating-Rahmen da irgendwo, oder man datet sich, man wird da erst da irgendwie so abgeflecht und so weiter, abgeflecht, also abgelehnt. Es gibt einen Unterschied zwischen abgelehnt und abgelehnt. Wenn ich irgendwie bei einem Date da bin und es kommt da irgendwie da nicht zu so einem Kuss, ich meine, sie trifft sich oder er trifft sich, da ist der Kuss ja schon praktisch schon fast vorprogrammiert und es kommt da nicht. Da gibt es einen Unterschied, ob er sie den Kopf zurückzieht, auf Distanz geht und so weiter, es herrscht eine bedrückende Stille da irgendwo, oder er oder sie nimmt dich in den Arm und sagt, hey, lass mir noch ein bisschen Zeit. Das ist ein Unterschied. Da kann man ja Zeit gewähren. Ich meine, das spürst du ja auch irgendwo. Aber hingegen, wenn ich hier in diesem Dating-Rahmen da irgendwo bin und der andere, das Gesagte stimmt irgendwo mit der Optik auch nicht überein, solche Sachen, das ist ein bisschen merkwürdig auch, was er oder sie erzählt, ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, da ist es ganz, ganz schnell passiert, dass du da in etwas landest, was auch, wo ich da vorher angesprochen habe, auch in dieser Ex-Zurück-Ebene natürlich ist. Und zwar gerätst du hier in etwas hinein, was wir hier drinnen als die Optionsschiene bezeichnen. Die Optionsschiene. Die Optionsschiene hat absolut nichts mit Erfolgsgeschichte zu tun. Die Optionsschiene ist der letzte Scheißdreck. Die Optionsschiene ist das Abstellgleis auf dem Hauptbahnhof 3 Kilometer weiter hinter dem Sägewerk. Die Optionsschiene, das ist die absolute Katastrophe. Die Optionsschiene ist absolute Scheiße. Besonders bei diesen längeren Geschichten, wo im Ex-Zurückbereich da rumgedoktert wird, Wochen, Monate lang teilweise. Und wenn man dann in so eine Optionsschiene hineingerät, da weiß ja das Unterbewusstsein des anderen logischerweise, dass man eine Option ist. Das ist ja das Schlimme. Und da wird sich dahin rationalisiert, auch teilweise, das will man da auch irgendwo nicht wahrhaben. Und genauso wie ich hier drin hier diese Rationalisierung da auch nehme, um in diesem Bereich da irgendwo loszulassen, diesen Personal Coachings, genauso machen es die Leute schlimmerweise auch so, dass sie sich diese Dinge auch irgendwie hinrationalisieren und dann natürlich erstmal glücklich sind mit dieser, ich sage mal, kurzfristigen Scheinlösung, weil in der Optionsschiene passiert in beiden Fällen, Dating Up und Ex zurück, etwas, was katastrophal ist, und zwar im Unterbewusstsein des jeweiligen anderen. Gehen wir hier auch mal wieder mit einem Fallbeispiel voran. Da ist irgendein, nennen wir ihn mal Hakan. Und Hakan ist mit der Tanja zusammen. So, und Hakan ist so ein Typ, für ihn war von Anfang an war für ihn klar, Treue ist mir in der Beziehung wichtig. Stell dir mal selber die Frage, ist dir Treue in der Beziehung wichtig? Gut. Oder bist du auch einer von den Typen, die sagen, ja, also wenn nach der Trennung sie mit einem anderen Mann schläft, dann ist da nichts, will ich sie nicht mehr wieder haben. Gibt's auch, hast du auch. Ja, und in dem Moment aber,
wo dann die Tanja wieder vor der Türe steht, obwohl sie unseren Hakan betrogen hat, obwohl sie mittlerweile einen neuen Freund hat. Das hast du ja auch immer wieder. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis schon einmal hier diese eine oder diesen einen da gehabt, von dem man auch weiß, ja, der war mal kurz Zeit mit der Ding da zusammen und dann hat er sich getrennt, ist wieder zu seiner Ex zurück. Das gibt es immer und überall. Ist ja nichts Neues. Und etliche davon werden auch gecoacht, solche Leute auch, oder diese Situation. Andere wiederum nicht. Aber egal. Fakt ist, in dem Moment, wo der Hakan diese Tanja wieder annimmt mit Handkuss, passiert in Tanjas Unterbewusstsein etwas. Sie sieht ihr Unterbewusstsein, wir nennen das diese Hardwire da drinnen, die sieht da klipp und klar dieses emotional invested, so sagen wir hier dazu. Die sieht dieses emotionale Investment, was der da an den Tag legt. Und da kann er 100-mal hier erst auf Tryhard machen und 100-mal erst einmal sie bluten und leiden lassen und 100-mal kann er hergehen und erst einmal so tun, als ob es ihn nicht interessiert. Ich habe es in Videos für im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung schon gesagt, du kannst das Unterbewusstsein nicht verarschen. Das Unterbewusstsein checkt immer, wenn es angelogen wird. Das Unterbewusstsein ist immer so dieses komische Gefühl bei einer Sache. Das ist das Unterbewusstsein, was irgendwo filtert und merkt, stimmt irgendetwas nicht. Und in dem Moment, wo die beiden wieder zusammen sind, du bist natürlich froh, wird natürlich wieder dieser Hormoncocktail da irgendwo mit ausgeschüttet, da auch, etc. biochemische Sache, ist aber ein anderes Thema. Fakt ist, in dem Unterbewusstsein von der Tanja kam es zu einer Grenzverschiebung. War für einen Hackern Treue absolutes Gebot. Hat sich diese Grenze weiter nach hinten verlagert. Und in dem Moment weiß das Unterbewusstsein von der Tanja, sie kann ihrem Hakan fremdgehen. Er würde vergeben. Das Unterbewusstsein weiß, auch wenn sie bewusst, dass sie schon hinrationalisiert hat, dass so etwas nie wieder passieren wird, und dass sie ihm sowas nie wieder antun wird, und dass dann mit Sicherheit Schluss ist. Das Unterbewusstsein spricht da eine ganz andere Sprache. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es den Leuten irgendwie nicht gönne und ich will es auch niemandem madig machen, in Gottes Namen. Das sage ich, weil ich es in meiner Arbeit immer sehe. Weil ich weiß, wie der Hase da läuft. Daher kommt das. Das ist echt. Ich habe mir auch gedacht, wie nennen die Leute das da draußen, so eine Situation? Das gibt es gar nicht. Kannst du lange rumgoogeln. Optionsschiene bei Trennung mit einer Ex zurück existiert gar nicht. Es gibt schon in manchen Berichten und vorn irgendwo, da wird schon gesagt, ja, da bist du nur eine Option. Das sage ich ja auch im Ex-Zurück-Videobereich. Optionsschiene ist absolute Katastrophe. Eine Optionsschiene, wenn du bist, ist absolut scheiße, weil es diese Grenzverlagerung drum ist. Ist wie dieser Klassiker da, wo man aus dem Fernsehen kennt oder aus der Zeitung, wo der Mann da sie schlägt. Habe ich auch immer wieder. Ich habe erst zum Personal Coaching auch eine Dame da auch gehabt, die mir auch ihre Geschichte erzählt hat, wo das mit einem Schubser angefangen hat. Dann mit einer Ohrfeige weiterging. Und die Prügel, die sie danach kassiert hat, die gingen da schon ins Unermessliche rein. Es gibt Erfolgsgeschichten, ja. Klar. Ich freue mich da selber auch immer mit, wenn sich da... Es gibt auch Sachen... Da höre ich mir so einen Fall auch im Vorfeld auch mal an und da kommt es gar nicht zu so einer Fallaufnahme, wo ich auch klipp und klar sage, ich selber bin es sogar, der sagt, es gibt Probleme in manchen Bereichen, die lösen sich auch wunderbar von selber, wenn man sie nur nicht dabei stört. Sich selber sagt es auch hier und da mal, wo ich dann sage, du pass auf, wenn es in 3, 4, 5 Wochen nicht besser wird, schickst du mir ganz einfach nochmal eine E-Mail raus. Kommt immer wieder mal vor, wenn auch jetzt nicht so häufig, aber wenn sich das Ganze so einrenkt und dann hier diese Entwicklung von beider Seiten auch in dieselbe Richtung gewollt ist dann auch und man sich da auch tatsächlich dann auch da annähert hier und zwar nicht nur hier in dieser Ebene, wo man eigentlich nur diesen Stillstand betrieben hatte innerlich, weil das, was da in diesem Ex-Zurückbereich, was der eine da fabriziert hat, das hat den doch überhaupt erst in die Situation gebracht. Wie kommt der dann drauf, dass es nachher besser wird? Deswegen haben wir die Coachings auch so aufgebaut, dass wir diese Lektionslernen und alles dabei sind, dass wir in einem halben Jahr nicht nochmal miteinander telefonieren müssen. Mit einem Tipp ist so eine Problematik nie aus der Welt geschafft. Also, es ist gut, wenn es hilft.
Ich freue mich dafür jemanden, wenn es geklappt hat. Aber immer darauf achten, sich auch wirklich mal selber hinterfragen, bin ich eigentlich eine Option für sie oder ihn gewesen? Oder steckt da wirklich eine ehrliche, aufrichtige Begründung auch dahinter? Ich für meinen Teil, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Und sollte es dann irgendwie zu Widrigkeiten oder Schwierigkeiten kommen, einfach E-Mail raus und mir da auf jeden Fall einmal mal Bescheid sagen oder mal anfragen. Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Und ich kann mir da auch einmal ein Bild machen, wo ich dann auch sehen kann, ob es tatsächlich da in diese Richtung läuft oder dann eben nicht. Letzten Endes, sei für niemanden eine Option. Niemals. Das ist etwas, dieses Emotional Investment, das ist ganz furchtbar. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf der einen Seite, es ist in manchen Fällen sehr, sehr guter Diener. Aber in vielen Fällen ist ein unwahrscheinlich schlechter Meister. In diesem Sinne.